Ich war 1500 Kilometer im Elektro-Corsa unterwegs. Warum es so weit gekommen ist und was das mit Immobilien zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin der Chris vom Chemnitzer Immobilien- und Wohnungsmanagement und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Was hat denn das Ganze nun mit Immobilien zu tun? Ausnahmsweise mal rein gar nichts. Und warum war ich 1500 Kilometer im Elektrofahrzeug unterwegs? Größtenteils aus rein experimentellen Gründen. Der Sommerurlaub stand an und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Wohnmobil und Kreuzfahrtschiff. Und dachte, nimmst du den Elektro-Corsa? Jedenfalls bin ich mit meiner Family 14 Tage lang im Urlaub gewesen. Von Chemnitz über Berlin an die Ostsee und wieder zurück. Während des gesamten Urlaubs haben wir die erwähnten 1500 Kilometer zurückgelegt, was ganz ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass man mit einer vollen Akkuladung laut Reichweitenanzeige im Fahrzeug 350 Kilometer weit kommt. Warum das so ein bisschen unrealistisch ist, darauf werde ich noch eingehen. Jedenfalls sollte man natürlich wissen, dass der Elektro-Corsa kein Langstrecken- oder Familienfahrzeug ist. Dafür ist er nicht gedacht. Es ist eher ein netter Cityflitzer. Dennoch war ich neugierig, wie alltagstauglich das Fahrzeug auf weiteren Strecken als nur im näheren Wohnumkreis ist, auf einer Urlaubsreise zum Beispiel. Und ich möchte meine gesammelte Langstreckenerfahrung auf diesem Wege mit euch teilen, auch wenn dies sicherlich nichts mit der Immobilienbranche zu tun hat, seht es also als zusätzlichen Premium-Service unseres Hauses an. Und um es vorwegzunehmen, es handelt sich hierbei nicht um Werbung, ich bekomme kein Geld von Opel. Ich werde sowohl Pro- als auch Contra-Punkte ansprechen, die mir aufgefallen sind. Und dieses Video soll wirklich lediglich meine gesammelten Erfahrungswerte an euch weitergeben. Ja, wahrscheinlich hat fast jeder von euch schon mal einen Corsa oder Elektro-Corsa dieser Baureihe auf der Straße gesehen. Dennoch haue ich die wichtigsten technischen Details an euch raus. Der E-Corsa ging am 28.04.2020 an den Verkaufsstart und kostet in der Basisausstattung 29.900 Euro. Es handelt sich hierbei um die sechste Generation des Corsas, die sogenannte Baureihe F, was, wie Opel wahrscheinlich selber schon gemerkt hat, ziemlich verwirrend werden kann. Denn der Elektro-Corsa wird üblicherweise als E-Corsa bezeichnet. Der aber nichts mit der Generation Corsa E zu tun hat, was die fünfte Generation des Corsas darstellt. Ach, lassen wir das. Er wird auch als Benziner und als Diesel produziert, wobei das Elektromodell mit 136 PS über die höchste Motorisierung verfügt und mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden den besten Wert erreicht, allerdings mit 150 km/h die geringste Höchstgeschwindigkeit von allen Modellen aufweist. Also er schießt an der Ampel wirklich los wie ein Sprintathlet, man lässt damit sämtliche Fahrzeuge im Rückspiegel stehen und er erreicht die Höchstgeschwindigkeit ziemlich schnell. Auch bei Steigungen ist er ziemlich unbeeindruckt von. Allerdings ist dann bei 150 km/h abrupt Schluss. Also man merkt, er will noch ein bisschen, aber er darf leider nicht. Ich persönlich empfinde 150 km/h allerdings als absolut ausreichend bei diesem Fahrzeug. Zumal man bedenken muss, dass man bei dieser Geschwindigkeit den Akku in ca. 150 Kilometer komplett entladen hat. Das macht also auf längeren Reisen überhaupt keinen Sinn, 150 km/h zu fahren, wenn man nicht wirklich jede Stunde an die Ladesäule fahren möchte. Bei einer durchgängigen Geschwindigkeit von 130 km/h kommt man immerhin ca. 200 Kilometer weit. Um es mit einem Wort zu sagen, angenehm. Um es mit drei Worten zu sagen, es macht Spaß. Das Fahrzeug hängt wirklich sehr gut am Gas, die Lenkung ist sehr präzise und man hat jederzeit das Gefühl, dass das Fahrzeug genau das macht, was man von ihm möchte. Und da es kein Motorengeräusch, sondern lediglich das Fahrgeräusch der Reifen und des Gegenwindes gibt, ist es immer angenehm leise im Fahrzeug, außer die Kinder ticken auf der Rückbank aus. Lediglich beim Anfahren und beim zum Stehen kommen klingt er ein kleines bisschen wie eine moderne Straßenbahn, was ich jetzt allerdings persönlich als keineswegs
unangenehm empfinde. Der E-Corsa ist logischerweise ausschließlich mit einem Automatikgetriebe erhältlich, wobei im Drive-Modus keine Schaltvorgänge stattfinden und somit ein ununterbrochener Schub vorhanden ist. Ich fahre jetzt seit 15 Jahren Auto und ich muss sagen, sicherlich geht es den meisten von euch da genauso. Mit der Zeit hat sich so eine gewisse Routine eingestellt. Man kennt es halt. Autofahren ist nie wirklich langweilig, aber auch nicht mehr besonders spannend. Mit dem Elektrofahrzeug hat sich das ein bisschen gedreht. Es ist wieder eine neue Fahrerfahrung. Man setzt sich wieder gerne ins Auto, man fährt gerne von A nach B. Es macht richtig Laune. Ich kann leider bzw. zum Glück nur von unserem Corsa sprechen, der über eine ziemlich umfangreiche Ausstattung verfügt. Multifunktionsdisplay, Navi, Digitalradio, Abstandswarner, Spurenassistent, automatisches Fern- und Abblendlicht, Regensensor, Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, Tempomat. Das sind jetzt nur die Dinge, die mir auf Anhieb einfallen. Dabei wird einem bei Dunkelheit eine angenehme Ambientebeleuchtung geboten. Die Teillädersitze sind wirklich sehr bequem und auch nach längerer Fahrt stellten sich keine Verspannungen oder Schmerzen ein. Alles in allem wirkt der Innenraum, nicht zuletzt auch durch den Alcantara-Bezug und die Klavierlackelemente, ziemlich hochwertig für so einen kleinen Corsa. Meine zwei kleinen Rabauken, meine liebenswerte Freundin und ich starteten dann also mit dem Elektro-Corsa in den 14-tägigen Sommerurlaub. Und als vierköpfige Familie hat man natürlich so einiges an Gepäck mitzuführen. Etliche Koffer, ein Buggy, ein Laufrad, ein Reisebett, ein bisschen Bettwäsche war dabei, diverse Kleinigkeiten. Das musst du erstmal alles in so ein kleines Auto bekommen. Aber mit ein bisschen Tetris-Skill, ein bisschen Stopfen hier, ein bisschen Drücken da, hat es irgendwann funktioniert. Alles war drin, die Kofferklappe war zu und wir konnten uns auf die Reise begeben. Wir sind dann in Chemnitz mit einer Akkuladung von 100% gestartet. Ich bin die gesamte Reise im Eco-Modus gefahren. Auf der Autobahn hatte ich den Tempomat, wo es erlaubt war, prinzipiell auf 130 km/h eingestellt. Und wie plant man denn eigentlich so eine Fahrt, bei der man spätestens alle 200 Kilometer einen Reisestopp einlegen muss? Es gibt hierfür sehr nützliche Apps, unter anderem ChargeMap. Hier kann man wie üblich seine Reiseroute eingeben und legt in den Einstellungen fest, mit welchem Elektrofahrzeug man unterwegs ist. Daher weiß der Routenplaner, über welche Batterieeigenschaften das Fahrzeug verfügt und kennt die technische Reichweite. Zusätzlich kann man persönliche Einstellungen vornehmen, wie Ladestand beim Start oder welchen Ladestand der Batterie man unterwegs keinesfalls unterschreiten möchte. Und anhand dessen wird die optimale Reiseroute unter Berücksichtigung der Ladestopps berechnet. Und es wird angezeigt, wie lange man an welcher Stelle laden muss, um seinen Zielort wohlbehalten zu erreichen. Beispielsweise wurde uns auf unserem ersten Reiseabschnitt ein Ladestopp von 8 Minuten empfohlen. Diesen haben wir dann in Lübbenau eingelegt, was ca. 170 Kilometer von Chemnitz entfernt ist. Es hat ganz gut gepasst, dort war ein McDonald's. Der Kleine hatte sowieso Lust auf Pinkel und als wir nach ca. 15 Minuten wieder am Fahrzeug waren, war es so weit geladen, dass wir dicke bis Berlin gekommen sind. Das ist jetzt allerdings nicht die Route, die ich mit euch teilen wollte, da wir einen einwöchigen Stopp in Berlin eingelegt haben. Keine Angst, nicht zum Laden. Wir haben dort fast ausschließlich die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt und deswegen kann man hier nicht von einer durchgehenden Reiseerfahrung sprechen. Wir konzentrieren uns eher auf den Rückweg von der Ostsee nach Chemnitz. Diese Strecke sind wir mit Ladeunterbrechungen durchgefahren. Und damit sind wir beim ersten großen Kontra, nämlich dass man mit einem Elektrofahrzeug selbstverständlich jederzeit auf Elektroladesäulen angewiesen ist, welche sich nicht immer unbedingt in unmittelbarer Nähe befinden. Es gibt zwar mittlerweile mehr Ladesäulen, als man denkt, und beinahe täglich kommen neue Säulen hinzu und in dicht besiedelten und in Stadtgebieten ist das auch überhaupt kein Problem. Dort findet man an nahezu jeder dritten Ecke eine. Jedoch sieht das in ländlichen Gebieten anders aus. Hier kann es vorkommen, dass die Dichte der Infrastruktur noch nicht ganz zufriedenstellend hergestellt ist. Dennoch war ich erstaunt, dass das Netz der Ladesäulen mittlerweile so gut ausgebaut ist. Und selbst auf der Insel Rügen befanden sich mindestens zwei Schnellladesäulen. Allerdings müssen ja die Menschen, die dort leben, ihre Elektrofahrzeuge auch irgendwie laden. Neben den Schnellladesäulen gibt es noch die normalen Ladesäulen mit den Anschlüssen vom Typ 2 und die Anschlüsse für Tesla-Modelle. Zu denen kann ich allerdings überhaupt keine Erfahrungswerte weitergeben, weil ich noch nie einen Tesla gefahren bin. Was den Kostenfaktor betrifft, so sind die Schnellladesäulen natürlich ganz vorne mit dabei.
gerade die, die sich in unmittelbarer Autobahnnähe befinden, aber das ist ja bei Tankstellen auch keine andere Politik, die dort betrieben wird. Wenn man Schnellladesäulen im Stadtgebiet findet, kann es vorkommen, dass diese sogar manchmal günstiger sind als normale Ladesäulen. Das ist völlig variabel. Zwar kann man das Fahrzeug auch an einer herkömmlichen Steckdose, den sogenannten Schukos, laden. Allerdings beträgt hier die stündliche Reichweitenzugewinnung gerade mal 6 Kilometer, was ja ziemlich lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass man für eine Vollladung des Akkus somit 60 Stunden bräuchte. Wer nicht mal eben das Fahrzeug mal für 60 Stunden in die Ecke stellen möchte, für den ist das natürlich relativ sinnlos. Um auf die Rückreise zurückzukommen, ich wäre jedenfalls gerne von unserem Urlaubsort Leusin, das befindet sich ca. 15 Kilometer von Greifswald entfernt, mit 100% Akkuladung gestartet. Allerdings befand sich dort in unmittelbarer Nähe eben keine Ladesäule. Die eine war ca. 20 Kilometer entfernt und die andere ca. 15 Kilometer. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Und ich schaute bei Google Maps, wie weit denn die erste Schnellladesäule auf unserer Heimreise entfernt ist. Das waren laut Maps 48 Kilometer. Die angezeigte Reichweite im Fahrzeug betrug 50 Kilometer, was mir ein bisschen zu heikel war, weil man bedenken muss, dass die Reichweitenanzeige im Fahrzeug sehr, sehr unzuverlässig ist. Der springt unterwegs auch gerne mal von 200 Kilometer auf 170 Kilometer oder pro gefahrenen Kilometer sinkt die Reichweite um 10 Kilometer. Auch nach der großen zurückgelegten Distanz kann ich mir immer noch nicht so richtig erklären, wie er denn nun die verbleibende Reichweite errechnet. Ein kurzes Beispiel: Ich bin sowohl von Chemnitz nach Lübbenau als auch von Lübbenau zurück nach Chemnitz mit voller Akkuladung gestartet. Ich habe beide Strecken unter exakt den gleichen Bedingungen im Eco-Modus mit 130 km/h im Tempomat zurückgelegt und dennoch ergab sich eine Reichweitendifferenz von ca. 30 km bei der Ankunft. Jedenfalls ist aufgrund dessen der Reichweitenanzeige im Fahrzeug nicht zu trauen und diese 2 Kilometer Differenz, die ich dann letztendlich noch hatte bis zur Ladesäule, war mir viel zu heikel und somit habe ich das Fahrzeug 3 Stunden vor Reiseantritt nochmal an die ganz normale Schuko-Steckdose angeschlossen. Wir sind dann letztendlich mit einer Reichweite von 58 Kilometern gestartet. Ihr erinnert euch, 6 Kilometer lädt er pro Stunde, 48 Kilometer hatte ich drin. Ich habe das Fahrzeug für 3 Stunden an der Steckdose gehabt und letztendlich hatte ich 58 Kilometer Reichweite. Gut, musste reichen. Wir wollten ja auch irgendwann mal starten. Und was soll ich sagen? Es hat nicht gereicht. Ich hatte letztendlich 10 Kilometer mehr Reichweite im Fahrzeug, zumindest laut Anzeige, als die Strecke zur Schnellladesäule gewesen wäre. Ich bin die gesamte Fahrt im Eco-Modus gefahren, mit ganz leichtem Gasfuß. Na, ich bin auf der Landstraße höchstens 80 km/h gefahren und das kurze Stück Autobahn, was es dann noch war, höchstens 100 km/h. Ja, und circa 7 Kilometer vor der Ladesäule war die Reichweite bei 0. Ja, es waren bloß noch 3 Striche zu sehen und so begann sich das Horrorszenario in meinem Kopf langsam auszuschmücken. Man muss bedenken, wir hatten uns entschieden, abends loszufahren und die Nacht für die Rückfahrt zu nutzen. Man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ungenutzte Ladesäulen anzutreffen, weniger Verkehr, weniger Staus. Und es war 21.30 Uhr, dunkel, 2 schlafende Kleinkinder auf dem Rücksitz. Und man muss sich vorstellen, mit 0% Akkuladung auf dem Standstreifen liegen zu bleiben. Bei einem Verbrennungsmotor ist das ja überhaupt kein Thema. Dann läuft man mit dem Benzinkanister zur nächsten Tankstelle. Eine sehr ärgerliche Angelegenheit, aber es ist machbar. Bei einem Elektrofahrzeug kann ich schlecht mit der Kabeltrommel loslaufen. Und so wurde ich immer panischer, immer nervöser. Ich habe dann auch langsam angefangen, vor mich hinzufluchen. Meine Freundin meinte dann, was ist denn los? Und ich habe ihr dann in kurzen, knappen Worten versucht zu erklären, in was für einer Situation wir uns befinden. Und ihr kennt vielleicht die Situation, wenn man weiß, jede Sekunde könnte jetzt was Schlimmes passieren und man noch in kurzer Zeit so viele Informationen wie möglich versucht, dem Gegenüber mitzuteilen. Und dass das ja auch überhaupt nicht wahr sein kann, weil ich habe das ja auf Google Maps überprüft und von der Reichweite her hätten wir doch hinkommen müssen, na, 10 Kilometer Differenz. 10 Kilometer sind weiter als man denkt. Vor allem in der Situation, jeder Kilometer kam mir wie eine Ewigkeit vor.
Und sie war augenblicklich natürlich auch extremst angespannt. Wir beide saßen dann verkrampft da und guckten nach vorne und hielten Ausschau, wann denn nun endlich die Lichter dieser Raststätte zu sehen sind, auf der sich diese Schnellladesäule befand. Und endlich kam dann auch das lang ersehnte blaue Hinweisschild zur Raststätte, auf dem stand noch 5 Kilometer. Ihr könnt mir glauben, diese 5 Kilometer kamen mir letztendlich vor wie 50. Ich bin noch nie so lange 5 Kilometer in meinem Leben gefahren. Ich habe jede Sekunde damit gerechnet, dass er jetzt ausgeht, dass wir stehen bleiben. Ich habe mich schon mit dem ADAC telefonieren sehen, mit dem irgendwie peinlich berührt, meine Situation zu erklären, dass sie uns doch bitte zur nächsten Ladesäule schleppen, um dann stilles Gelächter zu ernten, dass sie sich denken. So ein Volltrottel. Ja, und mittlerweile stand ja jetzt die Reichweitenanzeige schon seit 6-7 Kilometern auf Null. Und was soll ich sagen, das ausgemalte Horrorszenario blieb glücklicherweise aus. Wir sind an der Säule angekommen und die Säule zeigt einem dann auch den noch vorhandenen Akkustand im Fahrzeug an. Der betrug noch 6%, also die Situation war zum Glück noch nicht ganz so bedrohlich, wie sie gewirkt hat. Ein paar Kilometer schon wären wir vermutlich noch gekommen. Aber es ist nie klug, den Akku so weit auszureizen. Ich habe selten so geschwitzt in meinem Leben. Darum merkt euch, Messer, Gabel, Schere, Licht. Nee, das war was anderes. Fahrt nicht mitzukriegen, Akku stand los. Plant großzügige Reichweiteneinbußen ein und rechnet immer mit irgendwelchen Staus, Umleitungen, Baustellen, USB. Und seid einfach nicht so dumm wie ich. Ja, der restliche Reiseverlauf verlief eigentlich im Vergleich damit recht unspektakulär. Es standen noch 2 Ladestopps an, einer in Finowfort und einer in Lübbenau, welche jeweils um die 150 Kilometer voneinander entfernt waren, also hatten wir dort zum Glück keine Probleme mit Akkuknappheit. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir von den angesprochenen 350 Kilometern Reichweite weit entfernt liegen. Diese 350 Kilometer erreicht man eventuell im reinen Stadtverkehr mit eingeschaltetem Eco-Modus, sehr vorausschauender und sparsamer Fahrweise, sobald man sich auf Landstraße oder Autobahn begibt, also überall dort, wo man schneller als 60-70 km/h fährt, ist die Energieentnahme aus dem Akku bereits so groß, dass man diese 350 Kilometer unmöglich erreichen kann. Das Laden der Batterie beim Bremsvorgang, bei Bergabfahrten oder der Eco-Modus, die helfen natürlich dabei, die Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Allerdings ist das bei Fahrten außerorts ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zum Eco-Modus, was ist das eigentlich? Das Fahrzeug verfügt über 3 Fahrmodi. Das ist der Normalmodus, der Sportmodus und der Eco-Modus. Ich nutze das Fahrzeug eigentlich hauptsächlich nur im Normalmodus. Den Sportmodus habe ich bisher nur ein einziges Mal ausprobiert und keine spürbaren Unterschiede zum Normalmodus feststellen können. Den Eco-Modus habe ich, wie gesagt, die gesamte Urlaubsreise lang genutzt, um die Reichweite entsprechend zu erhöhen. Dieser bringt allerdings auch 2 Nachteile mit sich. Einerseits beschleunigt er wesentlich gemächlicher, also es ist spürbar weniger Leistung vorhanden. Und der andere Nachteil, den ich relativ gravierend finde, ist, dass der Klimakomfort extrem zurückgefahren bzw. fast nicht mehr vorhanden ist. Auf unserer Rückreise herrschten Außentemperaturen von gerade mal 10 Grad und auch eine Heizungseinstellung im Innenraum auf 28 Grad hat rein gar nichts an dem Umstand geändert, dass es arschkalt im Auto war und auch blieb. Es war Heizungsleistung fast null vorhanden. Da hätte man sich wahrscheinlich in eine Decke einwickeln können, das hätte mehr gebracht. Oder man macht sich heiße Gedanken wie, wo ist denn jetzt die nächste Ladesäule? Und wie funktioniert das eigentlich, wenn man dann vor dieser Ladesäule steht? Nun, recht unkompliziert. Auch hier gibt es diverse Apps, bei denen man sich registrieren muss, um dann anschließend seine Bezahlart und seine Kontodetails festlegen zu können. Das funktionierte allerdings jederzeit recht problemlos, lediglich bei schlechter Internetverbindung kann es nervig werden. Alternativ kann man sich von den Netzbetreibern eine Ladekarte zuschicken lassen. Bei manchen ist das kostenfrei, bei manchen ist das kostenpflichtig. Und mit dieser Karte kann man dann bequem vor Ort per Kontakt mit der Säule die Freischaltung zum Laden veranlassen. Unser Netzbetreiber in Chemnitz ist die 1 Energie, demzufolge habe ich von denen sowohl die
Karte als auch die App. Beides funktioniert absolut zuverlässig und problemlos. Über die App kann man sich die Säulen der Umgebung anzeigen lassen, ob sie frei, belegt oder außer Betrieb sind, und sich gleichzeitig dorthin navigieren lassen. Vor Ort wählt man diese dann aus, klickt auf Starten und dann kann der Ladevorgang auch schon beginnen. Wichtig zu wissen ist, dass man bei einigen Säulen sein eigenes Ladekabel mitbringen muss. Das ist nicht immer vor Ort vorhanden. Also legt euch am besten jederzeit eines in den Kofferraum, um dann nie mit leeren Händen dazustehen. Ich empfehle euch zudem die längere Variante des Kabels, da es mit dem kurzen ein bisschen knifflig werden könnte, gerade wenn man nicht so gut an die Säule ran manövrieren kann, wenn sich die Ladebuchse am Fahrzeug direkt auf der falschen Seite befindet und auf der anderen Seite der Ladesäule vielleicht schon einer steht, dann könnte das zum Problem werden. Ja, im Groben waren das die wichtigsten Grundlagen, die man beim Führen eines Elektrofahrzeuges wissen sollte. Und damit kommen wir jetzt zur Auswertung und zum Fazit. Kann man denn nun auch weitere Strecken in den Urlaub oder einen Ausflug übers Wochenende mit dem E-Courser bestreiten? Die Antwort ist ganz klar ja. Die Antwort auf die Frage, wie komfortabel und wie schnell man sein Ziel mit dem Elektrofahrzeug erreicht, das hängt allerdings ganz von der Infrastruktur der Ladesäulen ab, die sich auf eurer Reiseroute befindet. Dank den verfügbaren Apps kann man seine Reise im Vorfeld easy planen und sich seine gesamte Reiseroute samt Dauer anzeigen lassen. Ja, und unsere letztendliche Reisedauer setzte sich für die 500 Kilometer Strecke aus 5 Stunden Fahrzeit zusammen und 3 Ladestopps für jeweils 1 Stunde. Das ergibt letztendlich eine Reisedauer von insgesamt 8 Stunden, was für eine Strecke von 500 Kilometern schon ziemlich heftig ist. Und ich muss sagen, ich hätte nicht mit jeweils 1 Stunde Ladestopp gerechnet. Allerdings hatte ich eines nicht bedacht, und zwar, dass auch die Schnellladesäule bei einer erreichten Akkukapazität von 80% auf 10 kW runtergedrosselt wird. Das ist im Endeffekt ja beim Smartphone nichts anderes mit der Schnellladefunktion. Wenn euer Akku beim Telefon zu niedrig oder annähernd voll ist, dann wird die Schnellladefunktion auch abgeschaltet und es wird mit verminderter Geschwindigkeit weitergeladen. Genauso auch beim Elektrofahrzeug. Demzufolge dauert das Laden von 80 auf 100% fast länger als das Laden von 0 auf 80%. Im Nachgang hatte ich mir überlegt, ob es eventuell zeitsparender gewesen wäre, den Akku immer nur bis 80% zu laden. Allerdings hätte mir dann natürlich wieder Kapazität bis zum Erreichen der nächsten Ladesäule gefehlt und hätte ja somit dann auch öfters laden müssen, was ja auch wieder mehr Zeit gekostet hätte. Man hätte vielleicht die Geschwindigkeitseinstellung von 130 auf 100 km/h festlegen können, wäre dadurch rein rechnerisch allerdings nur 40 km weitergekommen und man hätte ja auch wieder Zeitverlust durch die niedrigere Geschwindigkeit gehabt. Also ob das jetzt letztendlich eine Zeitersparnis gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Ich denke, dass es sich am Ende fast ausgeglichen hätte und somit wäre man auch bei den annähernd 8 Stunden Reisezeit gelandet. Wenn man die 300 Kilometer Strecke von Chemnitz nach Berlin betrachtet, ist ein 10 bis 15 Minuten Stopp absolut verschmerzbar. Wenn man jetzt allerdings auf einer 500 Kilometer Strecke 3 Ladestopps a einer Stunde einberechnen muss, wenn die Weiterentwicklung dahingehend voranschreitet, die Reichweite effektiv zu erhöhen, dann stehen auch weiteren Reisen oder längeren Strecken mit dem E-Courser absolut nichts mehr im Wege. Aktuell ist es eher... Ja, und was hat denn dieser ganze Trip nun rein energietechnisch gekostet? Die Energiepreise variieren von Anbieter zu Anbieter sehr stark. Auch die Unterschiede von den Typ 2 Ladesäulen zu den Schnellladesäulen völlig variabel. Gleich die erste unangenehme Überraschung hat mich dann in Berlin erwartet. Als wir den Tierpark besucht haben, hing das Fahrzeug währenddessen an der Ladesäule. Als ich mir dann die Abrechnung anschaute, musste ich feststellen, dass zu den Energiekosten von ca. 22 Euro, was ja erstmal völlig in Ordnung war, sogenannte Park- bzw. Blockiergebühren in Höhe von 23 Euro hinzukamen, was ziemlich sportlich ist. Manche Anbieter erheben eine sogenannte Blockiergebühr meist ab einer Parkdauer von 120 Minuten, manche nicht. Das ist nicht immer ganz durchsichtig. In der Regel ist sowas eigentlich immer in der App ausgewiesen.
In diesem Falle hatte ich es anscheinend wohl übersehen. Es ist ziemlich ärgerlich gewesen, zumal es ja zum Glück in Berlin keinen Säulen- oder Stromanbietermangel gibt. Im Gegensatz zu einer positiven Erfahrung aus Greifswald. Dort habe ich mein Fahrzeug auf einen Parkplatz geladen, bei dem die Parkgebühr 5 Euro betrug. Ich allerdings, weil ich dort mein Fahrzeug geladen habe, musste diese Parkgebühr nicht bezahlen, was ich als großes Privileg gegenüber den anderen empfand, da ich ja mein Fahrzeug dort genauso abgestellt habe und schlendern gegangen bin während der Zeit. Dies war übrigens auch der einzige Ladevorgang, bei dem ich auf die ENBW-App ausweichen musste, weil die 1 Energie nicht in diesem Anbieterverbund vertreten war. Alles in allem summierten sich jetzt letztendlich die Ladekosten für die gefahrenen 1500 Kilometer auf 217,70 Euro, wobei man natürlich noch hätte 23 Euro sparen können, wenn ich in Berlin aufmerksamer gewesen wäre. Wenn man den Betrag nun in Anbetracht der gefahrenen Strecke mit einem Benziner vergleicht, wird es dort schon relativ knapp mit, ich sag mal, 220 Euro 1500 Kilometer weit zu kommen. Klar, beim Diesel ist das wieder ein völlig anderes Thema, aber dort hat man ja auch eine völlig andere Steuerlast zu tragen als bei einem Elektrofahrzeug bzw. als beim Benziner. Aber ob nun letztendlich die Ersparnis bei den Ladekosten im Vergleich zum Tanken beim Verbrenner mit den aufwendigen Ladestopps im Verhältnis steht, das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Sicherlich spielt es eine entscheidende Rolle, ob ich täglich 40 bis 50 Kilometer im Stadtgebiet unterwegs bin und vielleicht sogar die Möglichkeit habe, mein Fahrzeug zu Hause zu laden, oder ob ich täglich eine größere Entfernung zurücklegen muss im ländlichen Gebiet, wo die Infrastruktur möglicherweise noch nicht so optimal ausgebaut ist und es eben auch keine Ladesäule in unmittelbarer Nähe von meinem Zuhause gibt. Das habe ich ziemlich gut in unserem Urlaubsort feststellen können, wo es, wie gesagt, keine Ladesäule in unmittelbarer Umgebung gab. Einmal im unteren Drittel des Ladebereiches angekommen, war es gar nicht so einfach, den Akku wieder auf einen vernünftigen Stand zu bringen, zumal wir ja jeden Tag das Fahrzeug für Ausflüge nutzen wollten und auch kein besonders großes Interesse daran hatten, den halben Tag an einer Ladesäule zu verbringen. Das Auto über Nacht laden ging nicht. Das Auto am Ausflugsziel an einer Ladesäule anzuschließen, da gab es meist keine. Und aus genau diesem Grund sind wir eben auch mit diesem etwas zu geringen Ladestand in Richtung Heimat gestartet. Hier im Stadtgebiet Chemnitz überhaupt kein Problem. Ich könnte den Akku jeden Tag leer fahren. Wenige hundert Meter von meinem Zuhause entfernt befindet sich eine Ladesäule, wo ich das Fahrzeug dann die ganze Nacht über laden lassen könnte. Und das ohne 25 Euro Blockiergebühr zu bezahlen. Und könnte das Fahrzeug dann wieder früh mit vollgeladenem Akku in Empfang nehmen. Wenn ihr über ein privates Fahrzeug verfügt, was schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, wo ihr euch nicht mehr sicher sein könnt, ob es den nächsten TÜV noch übersteht, oder an dem es einfach bereits so viele Baustellen gibt, dass es sich wahrscheinlich nicht mehr lohnt, dort noch Geld reinzustecken, und ihr euch mit der Neuanschaffung eines Fahrzeuges beschäftigt habt, oder auch mit der Überlegung, könnte es eventuell sogar ein E-Fahrzeug werden, hoffe ich, dass ich euch mit diesem kurzen Erfahrungsbericht etwas weiterhelfen konnte. Wie gesagt, ich möchte hier keine Werbung machen, ich möchte lediglich meine Erfahrungswerte teilen. Und es muss ja auch gar nicht der Opel sein. Beispielsweise basiert der Peugeot 208 auf der gleichen Plattform. Er verfügt über die gleiche Technik, über den gleichen Motor, den gleichen Antrieb. Also es ist quasi das identische Fahrzeug. Wenn ihr euch das prinzipiell vorstellen könnt, euch ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, und ihr kennt vielleicht sogar jemanden aus Bekannten- oder Freundeskreis, die bereits über ein Elektrofahrzeug verfügen, leiht es euch doch einfach mal für eine kurze Spritztour aus, dreht mal eine Runde, überzeugt euch, bildet euch eure eigene Meinung und stimmt mir anschließend zumindest in dem Punkt zu, dass es Spaß macht. Übrigens hatte ich bis vor wenigen Monaten absolut keine Berührungspunkte oder Erfahrungen mit Elektroautos. Ich bin bisher immer nur reine Verbrenner gefahren. Ich war anfangs ziemlich skeptisch, ob das wirklich Spaß machen kann mit so einem E-Auto. Kein kerniger Motorensound, was ja das Autofahren eigentlich ausmacht. Allerdings muss ich zugeben, dass ich momentan keine große Lust habe, wieder auf einen Verbrennermotor umzusteigen, da es abgesehen vom Fahrspaß und vom Komfort sich doch irgendwie wieder wie ein technologischer Rückschritt anfühlt. Und ich dennoch absolut kein Befürworter der
aktuellen Politik bin, Verbrennermotoren künftig von den Straßen verschwinden zu lassen und rein auf Elektroautos zu setzen, schon alleine wegen der umstrittenen Umweltbelastung, was die Akkuherstellung und die Entsorgung betrifft. Aber rein fahrtechnisch hat mich der Corsa absolut überzeugt und ich muss sagen, ich habe ihn schon ein wenig in mein Herz geschlossen. Das soll es gewesen sein mit meiner Langstreckenerfahrung, was den Elektro-Corsa betrifft. Und diejenigen von euch, die bereits einen Elektro-Corsa besitzen und ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, teilt mir doch gerne mal mit, ich bin wirklich neugierig. Habt ihr vielleicht andere positive oder negative Erfahrungen mit diesem Fahrzeug gemacht? Könnt ihr den Corsa genauso weiterempfehlen? Findet ihr ihn auch ziemlich schick? Schreibt mir gern, ich freue mich. Euch und allen anderen wünsche ich natürlich eine schöne Zeit. Falls ihr derzeit in Chemnitz auf Wohnungssuche seid, sehen wir uns vielleicht sogar demnächst. Schaut gerne mal bei uns rein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich mache mich jetzt wieder an meine eigentliche Arbeit. Euer Chris vom Chemnitzer Immobilien- und Wohnungsmanagement. Macht's gut!